Die Güte, die ihr der Aldachin in Turinan erwiesen habt, mögen die Göttlichen euch dafür segnen und bewahren. Also, das ist der wieder. Nein! Häng hier an den Baum. Oh Gott. Roster. Hi. Wie schon Zeit sind ja nur 11 Minuten. So, oh, trotzdem. Die Einzelteile zerfielen, wusste ich, dass ihr es wart. Die Hälfte der Piraten ergaben sich an Ort und Stelle. Sie müssen gedacht haben, dass ihr ihnen dasselbe wie den Untoten antun würdet. Die Piratenanführerin ist tot. Das bedeutet drei Dinge. Erstens habt ihr eine entscheidende Rolle beim Zurückschlagen der Pirateninvasion von Anfurt gespielt. Zweitens schuldet die Führung des Dominions euch Dank. Und drittens habe ich das große Privileg, unsere Schuld vergelten zu dürfen. Es war mir eine Ehre, an eurer Seite zu kämpfen. Und wieso ich ihn nicht mag. Die letzten an sich nicht schlecht fand. Ja. Aber es ist halt so, ne? Warum General du hast Andale halt allgemein sowieso bei ihm nicht immer Wartezeit. Selbst in anderen MMOs. Durch ihre Abwesenheit halt so. Hätten die Dolen fast Erfolg gehabt. Sei froh, dass du kein DD spielst. Als DD wäre es ätzender. Zeiler hat man weniger Probleme. Manchmal. Ich hatte ja auch schon. Ich glaube, bei 3 Innis hatte ich ja mega Wartezeit. Leute, Kasagi wurde ernsthaft verwundert. Was? Als ich sie das letzte Mal sah, bahnte sie sich ihren Weg durch die Horde. Oh nein, das war so nicht sein. Es ist aber nun mal so. Es ist ein Fakt. Man hat bei Gruppensachen nur mal Wartezeit. Jetzt geht nicht im Leben alles sofort. Schon wäre es, aber es ist leider so. Es sei denn, man hat halt 4 Leute zusammen, mit denen man halt reingeht. Dann geht's fix, dann hast du keine Wartezeit. Aber erstmal 4 Leute zusammenkriegen, die gleichzeitig spielen. Und auch gleichzeitig Bock drauf haben. Es schien ziemlich schlimm zu sein. Sie wollte nicht, dass ihr euch Sorgen macht. Unfug. Ich werde sofort nach Heilern der Magiergilde schicken lassen, um ihre Wunden zu behandeln. Sorgt euch nicht um Leutnant Kasargi. Sie kämpfte, als wäre sie mit 6 Sternen geboren. Mal was nachgucken. Sie wird auch jetzt nicht kampflos aufgeben. Zwar wollte ich einmal was nachschauen. Geht sofort weiter. Nee. Geht immer noch nicht. Schade. Ich dachte nämlich, ich könnte vielleicht schon mal den Weltentransfer machen, aber es, nee. Weltentransfer geht immer noch nicht. Dann ist das halt so. Liedstab. Bewerten. Bei dem will ich, glaube ich, nicht verwerten. Ja, ich will ja den Char, mit dem ich ja mit dir mitgespielt habe, den will ich ja in, also auf eine der neuen Welten packen. Deswegen will ich mit dem halt den Weltentransfer machen. Problem ist halt, Weltentransfer geht zurzeit nicht. Weil da ich mit dem Char ja sowieso versuche, dich einzuholen, beziehungsweise dann eh die meiste Zeit auf Shiva spiele mit dem Char. Aber auf Shiva halt für mich kein Platz mehr ist, weil ich halt 8 Chars habe auf Shiva. Bringt er mir in der Gilde auf Phoenix nichts, logischerweise, weil ich dann ja keine Gildenpunkte kriege. Deswegen will ich da einen Weltentransfer machen, dass ich den auf einen anderen Server packen kann, wo es dann halt egal ist. Ja, der wird dann halt gildenlos. Der wird alleine sein. Für immer. Habe ich irgendwo lehrend? Nee, doch da.
Das mach ich auch mal. So. Das war jetzt Schreiner, das war das. Und hier ist bei Schneider. Nee, ich brauche hier hinten. Lust. 21 Stunden. Das passt eigentlich. So. Okay, das war Mittel. Kann ich tatsächlich anlegen. Verbrauchsgüter, habe ich da irgendwas? Ja, ich habe Gift. Und sonst nichts. Tägliche Belohnungen. Ja, doch, hattest du schon erwähnt, Daki. Hattest du erwähnt. Ich glaube, das war sogar einer deiner ersten Tipps. Glaube ich. Muss mich daran erinnern, dass ich morgen mich mit dem Schar hier einmal einlogge. Ich brauche das Stärkungsmann mal wieder. Die Dinger brauche ich. Okay. Ich erinnere dich, Mo. 100% vergisst du es selber. Chemietisch. Suche gerade was anderes. Das Gepäckhändler. Glaube ich. Kann aber eh noch nicht aufstocken. Zauberungstische. Einer. Ist das hier nicht? Nein, ich will da nicht hinreisen. Danke. Muckwerkstisch. Ja, da müsste ich eigentlich hin. Okay. Reise ich einmal ganz kurz. Da weiß ich wenigstens, wo das ist, so. Ich schreibe mir das extra auf. Ja, ihr könnt mir das auch extra aufschreiben. Aber wahrscheinlich würde ich es trotzdem vergessen. Problem ist, dass meine Pinnwand halt einfach mega voll ist. Müsste mal meine ganzen Haftnotizzettel da. Wisst ihr, wie lange ich nach euch gesucht packen. Habe? Ja, weiß ich. Hi. Willkommen, meine Frau. Ja. Wisst ihr, wie lange ich nach euch gesucht habe? Ist das zu glauben? Ihr da. Ja. Drachen. Wie würde es euch in eurer eigenen Heimat? Nein. Er weiß es nicht, aber er hofft, dass... Diese ganze Gespräche immer so zwischendurch, ne?
Das Pferd ist geil. Oder Reittier. Ich weiß nicht, ob es ein Pferd ist. Von hinten sieht es zwar aus wie ein Pferd, aber... Von vorne habe ich es nicht gesehen. Hört her, Kartenhaie und Nein. Sammler. Stellt eure Schleue und euren Mut bei einem brandneuen Kartenspiel auf die Probe. Ruhm ist geschickt. Ist das richtige Haus? Ist es? So. Da habe ich ja nur eine Sache. Wir werden... Ich guck gerade mal was. Wenn mein Internet mitmachen würde. Also zumindest cool. Naja, jetzt. Sehr schön. Turret! Hallo! Wie geht's dir? Alles gut bei dir? Eigenschaften. Okay, dann keine Eigenschaften. Müde. No. Fühle ich. Schau mal. Hilfe, Schmuck am Werkstisch. Ich lebe, Zurit. Ich lebe. Strebungspunkte. Langsam aber sicher. Nein, ich komme dem nicht näher. Also bis zu den 16.000, das dauert aber. Das dauert. Dann sind sie wahrscheinlich 3 Jahre noch dran. Ja, am liebsten würde ich den Bogen halt nehmen. Ja. Meilenstein. Bin ich ganz gut, okay. Ich habe 5 Fertigkeitspunkte. Okay. Darf man das mal schleifen lassen?
er ja nicht. Okay. Sammlungen. Fettgegenstände. Ja. Genau, was haben wir da was? Und das war scheinbar. Okay. Dann können wir hoch, können wir wieder zurück. Glaube ich. Genau. Habe ich eigentlich geklaute Sachen? Ich glaube nicht, ne? Ne. Ich habe nur irgendwelche Runen, die ich verkaufen könnte. Ich spüre Leben. Ich auch. Ich spüre auch Leben. Ja gut, das waren die, die ich gerade hergestellt hatte. Und so, Grafwald. Hey, dafür gehen die Kopfschmerzen mittlerweile. Müsste mir rein theoretisch mal irgendwann mal was zu essen machen. Frage ist nur was. So, ich muss nach da hinten. Sonst noch irgendeine Quest? Ich mal aufgeben. Da habe ich die Hauptgeschichte einmal. Dann das hier. Ich Kamoran, Iradan, den Eldenwurz. Gut, bis nach Eldenwurz dauert es ein bisschen. Bin mir nicht sicher, ob wir Eldenwurz heute dann noch erreichen. Aber mal gucken. Nein, die will ich nicht. Und jetzt da hinten irgendwo hin. Huch. Hi. Oh, hallo. Ich schätze, ich hätte damit rechnen sollen, euch zu treffen. Nicht, dass ich mich nicht freue, euch zu sehen, aber warum genau seid ihr hier? Ich habe etwas für euch. Oh, ihr steckt voller Überraschungen. Euch ist doch niemand hierher gefolgt, oder? Nein. Keine Sorge. Ich bin sicher, es ist alles in Ordnung. Vielen Dank, dass ihr mir das hier bringt.
Das ist gut für die Moral der Mannschaft. Sehr schön. Hey, wenigstens bringt unser Kätzchen uns Licht in diesem dunklen, düsteren Wald. Wird auch seine Vorteile haben. Ender. Hallo, Ender. Entschuldigt mich, ich will euch nicht belästigen, aber seid ihr aus der Gegend? Könnt ihr mir dabei helfen, meinen Ehemann zu finden? Er ist wieder davongegangen und ich weiß nicht, was ich tun soll. Erzählt mir von ihm. Mein Mann ist ein talentierter Musikant. Sehr talentiert. Wir lebten in Auridon, aber er ging nach Gradwald, um einmal vor neuem Publikum zu spielen. Er sollte eigentlich nur ein paar Wochen weg sein, aber nach 2 Monaten dachte ich mir, ich mache mich vielleicht besser auf die Suche nach ihm. Und er hat kein Glück? Nein. Und das ist nicht das erste Mal. Seine Lieder, wisst ihr, sie verleihen dem Herzen Flügel. Er hat viele leidenschaftliche Bewunderer und er ist nicht... Sein Wille ist nicht sehr stark. Die letzte Stadt auf seiner Rundreise war Südspitz. Ich ging dorthin, aber sie wollten mich nicht hineinlassen. Ich werde den Südspitz nach ihm suchen. Sorion ist sich dem Wert seines Talents sehr wohl bewusst. Das können einige Leute falsch verstehen. Ich hoffe nur, dass er keinen Ärger hat, aus dem er sich nicht frei spielen oder frei singen kann. Warum ist so ihr Mann nach Gradwald gekommen? Er ist bereits überall in Auridon bekannt. Aber durch den Aufstieg des Dominions steht ihm nun ganz Walenwald offen und damit Orte, die er zuvor noch nicht bereisen konnte. Er wollte, dass sein Ruhm sich bis zur Kaiserstadt verbreitet. Ich will ihn einfach nur finden und nach Hause gehen. Was für Musik spielt er? Lieder von Liebe und Romantik. Ja. Er meint, er könne nur über Dinge singen, die im Einklang mit seiner Seele sind. Aber ich habe langsam den Verdacht, dass er lieber Herzen bricht, als gutes Gold zu verdienen. Wisst ihr, wo er jetzt ist? Nein. Er hatte vor, in jedem Gasthaus in ganz Walenwald zu spielen. Ich bin losgezogen, um herauszufinden, ob er es bis nach Südspitz geschafft hat. Aber die Soldaten haben mich abgewiesen. Das ist meine erste Reise nach Gradwald. Daher weiß ich nicht viel über diese Gegend. Und das will ich auch gar nicht. Auridon ist viel schöner. Ja gut, ich habe jetzt nicht so viel von der Gegend gesehen. Ich kann es dir nicht sagen. Bisher ist es halt für mich einfach nur ein sumpfiges Etwas. Bin ich so der Fan von sumpfigen Gebieten. Ich gehe mal von aus, das wird da oben sein. Ja. Okay. Aber ich habe doch eben, als ich hier war, Höhe der gebrochenen Segel. Komme ich da hin? Wenn ja, wie? Okay, so nicht. Nun gut. Hätte ja sein können. Hätte ja sein können. Muss ich mal schauen, wie ich da hinkomme. Also da komme ich nur von der anderen Seite ran. Glaube ich. Lauf, mein Kätzchen, lauf. Eben war Ender, jetzt ist Engor. Leute, ja? Habt ihr für einen Namen? Kapitän, stehen da 2 von euch vor mir? Kapitän, wovon redet ihr da? Oh, ich dachte, ihr wärt jemand anderes. Ich schätze, ich sehe wohl immer noch doppelt und ich habe auch noch Halluzinationen. Nice. Ich bekam bei der Meuterei einen Schlag auf den Kopf. Seitdem halluziniere ich doppelt. Meuterei? Was für eine Meuterei? Ich war Quartiermeister auf der Albatros, bis Brauti Bluthai eine Meuterei vom Zaun brach. Er und seine Verräter haben den Großteil der Mannschaft gefangen, während wir die Höhle der gebrochenen Segel nach einem verlorenen Schatz durchsuchten.
Der Kapitän sollte oben all der Höhle sein. Sie kann euch mehr erzählen. Ich werde mit eurem Kapitän reden gehen. Och. Muss das sein? Tut das den Note? Ja. So. Ich will einmal kurz den Wegschein da hinten aktivieren. Ich mag Wegschreine. Ah, okay. Hier komme ich zu der Höhle. Ihr gehört nicht etwa dem Dominion an, oder? Warum fragt ihr? Ich bin der Kapitän der Albatros, die unter eigener Flagge segelt. Wir haben eine Karte zu einem kaiserlichen Schatzhaus gefunden, die uns hierher in die Höhle der gebrochenen Segel geführt hat. Doch als wir versuchten, uns den Schatz zu holen, verebbte unser Glück mit den Gezeiten. Was ist geschehen? Wir sind es leid, unter eigener Flagge zu segeln. Wir hatten vor, den Schatz dem Talmor auszuhändigen, damit er uns zu Freibeutern macht. Aber Brauti Bluthai führte eine Meuterei an, nahm den Großteil meiner Mannschaft gefangen und entführte meine Frau. Sobald er den Schatz hat, wird er sie alle töten. Ich könnte vielleicht helfen, aber ich muss erst noch mehr wissen. Natürlich. Ihr seid meine einzige Hoffnung, meine Frau aus den Klauen von Brauti Bluthai zu befreien. Ich erzähle euch alles, was ich über die kaiserlichen Todesfallen in dieser Höhle weiß. Mhm. Warum hat Brauti Bluthai eure Frau entführt? Brauti Bluthai glaubt, dass sie auch die Geheimnisse der Wächter des Schatzes enträtseln kann. Er wird sie so lange am Leben halten, wie sie ihm nutzt. Oder bis er mich sieht. Ja, 25 Minuten im Wald. Falls ich mich blicken lasse. Dieser Bastard. Ja, ich spiele leider auch erst in 2 Stunden Final. Sonst würde ich schnell umloggen. Mit welchen Gefahren muss ich dort drin rechnen? Mit untoten Wächtern. Die Kaiserlichen müssen ihren Schatz wirklich dringend sichern wollen, wenn sie auf Nekromantie zurückgreifen. Oh, und achtet auf Fallen im Boden. Feuer, Stachelplatten. Ein falscher Schritt und ihr seid Lamm am Spieß. Oh, Lamm am Spieß. Wie konntet ihr entkommen? Ich floh. Mein Schwertarm war nutzlos und tot kann ich meine Mannschaft auch nicht retten. Mir war nicht bewusst, dass nur so wenige entkommen sind. Ja, der Dämmerung spielt, ich merke schon. Bei weitem nicht so. Doch, ich! Wenn ihr mir helfen würdet, meine Mannschaft und meine Frau. Welche Götterdämmerung ist es denn? Nun, es muss ja nicht der ganze Schatz an Eldenwurz gehen. Glaube ich. Kann es mir zwar denken, aber ich bin mir unsicher. Das ist alles, was ich wissen muss. Ich werde in die Höhle gehen. In Ordnung. Ihr könnt die Höhle durch die alte Mine hinter mir erreichen. Oh, und falls ihr aus meiner Mannschaft seht, dann schickt ihn in diese Richtung. Die gute Lackerie. Wir werden mehr Leute brauchen, um die Meuterer auszuschalten. Ich würde gern, aber ich bin jetzt in 2 Stunden Final. Oder soll ich schnell als Heiler mitgehen? Bevor ich jetzt hier reingehe. Ja, als Heiler ist es aber, kommst du meine schneller rein als ohne Heiler. Ich kann es nur anbieten. Wäre dann einer, ne? Wäre immerhin einer mehr. Meistens geht's dann ja auch. Dann nicht.
Der Seemann scheint noch nicht lange tot zu sein. Seine Kleidung weist offenkundige Brandstellen auf. Und seine versenkte Hose ist mit seinen Beinen verschmolzen. Na toll. Dem ging's bestimmt gut. Wird mich vielleicht so zwischendurch mal heilen. Ja, noch eine Riesenfledermaus. Und hier Arm, irgendwie tun sie mir doch leid. Ich mag Fledermäuse doch. Einen kleinen Fledermäuse. Oh, der ist immer Tag. Irgendwie bleibe ich heute an allem hängen. Danke, das kann in Final nachher lustig werden. Und noch einer. Diese Matrosen scheinen noch nicht lange tot zu sein. Ihre Beine sind von Stichwunden verunstaltet und beide Füße wurden sauber durchbohrt. Sieht so aus, als wäre die Matrose noch hierher gekrochen, bevor sie starb. Noch Matrosen. Die Matrosen scheint. Ist da jemand? Hilfe! Ja, ja. Scheint noch nicht lange tot zu sein. Ihr zerrissenes Hemd bedeckt kaum ihre mit Schnittwunden überzogene Brust. Schreckliche Krallen haben ihr den ganzen Rumpf zerfetzt. Nice. Okay, da ist nichts mehr. Auch nicht. So, wer hat da jetzt um Hilfe geschrien? Hi. Bleib doch stehen! Ich ergebe mich! Wartet, ihr gehört nicht zu diesen meuternden Bastarden. Bitte, ihr müsst mir helfen! Wer seid ihr? Ein Seemann auf der Albatros. Es gab eine Meuterei. Brauti Bluthai hat uns gefangen und gezwungen, Fallen in dieser verdammten Höhle auszulösen. Brauti Bluthai. Wir fielen, einer nach dem anderen. Einige von uns sind geflüchtet, aber ich habe niemanden sonst aus der Mannschaft gesehen. Bis auf Nuttall, meine ich. Wer ist Nuttall? Er ist mein dressierter Affe. Nun... Er ist noch mehr als das. Als vollwertigen Mannschaftsaffen der Albatros lassen wir ihn schwer zu erreichende Knoten in der Takelage öffnen. Augenblick. Habt ihr irgendwen aus meiner Mannschaft gesehen? Wir können doch nicht die einzigen sein, die diesem Blutbad in der Höhle entkommen sind. Kapitän Linven hat mich gebeten, jeden, den ich finde, zum Eingang dieser Höhle zu schicken. Der Kapitän lebt? Bei Rajins ja. Glück. Das sind gute Neuigkeiten. Hört zu, Brauti Bluthai ist wild entschlossen, in die kaiserlichen Gewölbe hineinzugelangen. Wenn Kapitän Linven euch geschickt hat, um die Mannschaft zu finden, dann solltet ihr besser rechtzeitig dort auftauchen, ehe dieser blutrünstige Bastard sie alle umbringt. Was? Musst du nicht arbeiten?
Wie seid ihr an den ganzen Fällen vorbeigekommen? Hier, nehmt diesen Beutel mit Dörrobst. Werft Nein, der weiß nicht Nutella. Dann Nutall den Rest. Nutella. Wegen dem kleinen Kerl habe ich es durch die Fallen geschafft. Passt ihr beiden bloß gut aufeinander auf. Ich gehe den Kapitän suchen. Wir lassen euch diese Sache nicht allein durchziehen. Nutella. Nutall! Hallo, Frisches. Wie geht's meinem kränkenden Fass? Verlies Marodeuren. Was? Sieg 1000 Feinde in Verliesen. Okay. Er ist wirklich krank, ja. Er hat wirklich Jan genannt. Oh. Mit Fässchen. Da. Lauf. Lauf, kleiner Affe, lauf. Wir aber trotzdem einmal nach da gucken. Da ist nämlich noch jemand. Konservierte Soldaten. Kommt der Frosch aus der Konservendose oder was? Entschuldigt bitte. Ich bitte um Verzeihung. Aber gehört ihr vielleicht zu den Lebenden? Nein, alles ich tue nur so. Verschwommen. Oh, ich spreche mit einer anderen Leiche, nicht wahr? Verdammt seien meine gespenstischen Augen. Sehe ich schon so tot aus? Wir haben ihn doch gar nicht getrunken. Nein, ich bin noch am Leben. Oh, den Sternen sei Dank. Ich bin seit unzähligen Jahren in diesen modrigen Katakomben gefangen. Ich bin hier durch ein mächtiges nekromantisches Ritual gebunden. Und ich wünschte mir sehr, dem wäre nicht so. Was für ein Ritual? Oh, ein simples Ritual, das entworfen wurde, um diese Anlage über Jahrhunderte hinweg mit Untoten besetzt zu halten. Doch dann beschlossen kaiserliche Magier, sich hier einzumischen, und das hat uns das Leben gekostet. Ich kann das Ritual beenden, aber ich finde einfach ihre Schädel nicht. Sie sind natürlich residuale Fokusse. Ich werde euch die Schädel besorgen, aber woher wisst ihr so viel über dieses Ritual? Nun ja, es war mein Ritual. Naja. Drei kaiserliche Magier heuerten mich an, um verurteilte Gefangene in eine untote Streitmacht zu verwandeln. Im Kaiserreich war Nekromantie nicht gerade gern gesehen, müsst ihr wissen. Mhm. Doch als die Zeit kam, das Ritual durchzuführen, haben sie mich zusammen mit den Gefangenen eingesperrt. Nett. Wirklich nett. Warum haben die kaiserlichen Magier euch betrogen? Diese engstirnigen Narren machten sich zu viele Gedanken um die politischen Konsequenzen. Sie glaubten, sie könnten das Ritual selbst kontrollieren und würden mich nicht mehr brauchen. Was für eine Arroganz. Sie dachten doch wirklich, sie könnten die Komplexität meines Konservierungsrituals begreifen. Ach, deswegen die konservierten Soldaten. Was wollen sie mit untoten Truppen? Untote müssen nicht essen, schlafen oder atmen. Sie sind die idealen Wächter für solch einen Ort.
Und ich nehme an, dass ein geheimes Versteck nicht besonders geheim ist, wenn man alle 6 Monate die Truppen austauschen muss. Mein armes Frisches. Mein armes krankes Küken. Welche kaiserlichen Magier? Wie lauten ihre Namen? Aria, Teldius Aria. Und ihr engstirniger Kommandant Musius. Musius? Als ihr unzureichendes Verständnis des Rituals uns vernichtete, haben sie unsere Seelen im Reich der Sterblichen eingesperrt. Ja, ich nenne frisches Küken. Wieso? Lass Peter Küken nennen. Wenn er krank ist, wird er verhätschelt. Meistens jedenfalls. Warum braucht ihr ihre Schädel, um das Ritual aufzuhalten? Weil sie dachten, die Grundlage einer nekromantischen Bindung wäre die gleiche wie bei einem Zauberzirkel. Stattdessen floss die Magie direkt durch ihren Geist und verwandelte ihre Schädel so in Fokusse. Ich kann diesen Kaskadeneffekt beenden, wenn ich ihre Schädel bekomme. Ja, ich gehe ja schon auf Schädeljagd, ist ja gut. Ja, der Obst. Hol, kleiner Affe, hol. Da ist übrigens schon der erste Schädel. War jetzt ja auch so schwer. Ah ja, Schädel. Servus. Hier sind ja noch mehr. Ah gut, jetzt geht hier im Kreis. Das ist hoch. Das ist schön. Jungs und Mädels, ihr macht komische Geräusche, wisst ihr das? Oh, ja. Nein, 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 nein. Ich mag Feuer nicht so, danke. Lass mich raus! Oh Gott. Really? Wirklich? Dein Ernst? Oh. Untote, ey. Warum sind Untote immer so unkooperativ? Da ist noch ein Schädel. Darüber. Da könnte ich eigentlich selbst drüber gehen. Oh. Hi. Ja, das ist die Frage. Ja, ne? Oh. Ja, wie viele folgen mir? Nicht alle, das ist gut. 2. Oh. 2 ist aber ein guter Schnitt. Junge, du stehst in Flammen. Ihn juckt halt überhaupt nicht. Wenn ich mich aber in die Flammen stelle, ne, da brutzel ich aber weg. Hi. Ihr seid eh nur 2. Ich muss aber mal aufs Klo, Leute. Könntet ihr mich hier mal so einen ruhigen Spot gönnen? Was willst du denn, Affe? Den Affen beobachten. Ihr seht, dass Lutai unglaublich aufgeregt ist. Er scheint bereit, den Gang hinunter zu flitzen. Jocha, starrt euch weiter an. Dem Affen folgen. Oh ja, nein. Oh Gott. Hi.
So, ich wollte die aber noch gar nicht. Ich wollte in diese Richtung. Diese Richtung. Und euch töten. Hab hier noch was zu erledigen. Genau, lauf wieder zurück. Lauf in dein Nest. So, sobald wir bei dem Geist sind, muss ich aber trotzdem mal ganz kurz aufs Klo. Ich hab keinen Weg dran vorbei. Vielleicht hole ich mir dann auch direkt was zu essen. Ich hab noch nichts gegessen. So. Ihr seid es wieder, nicht wahr? Mhm. Habt ihr die Schädel? Verdammt, spreche ich wieder mit einer Leiche? Nein, ich bin es. Ich lebe noch. Wunderbar. Ja, ne? Wenn ihr mir nun einfach die Schädel aushändigt, kann ich die Wirkung des Konservierungsrituals umkehren. Wie genau händige ich einem Geist Schädel aus? Oh je. Das vergesse ich immer wieder. Ihr müsst wissen, dass ihr seid, die mir geisterhaft erscheint. Dann müsst ihr das wohl übernehmen. Wenn ihr den Bewahrungsraum betretet, okay, werdet ihr merken, dass ihre Geister in einem Nachhall ihrer letzten Augenblicke gefangen sind. Es sollte genügen, Schädel und Geist wieder zu vereinigen. Und wo ist der Bewahrungsraum? Seht ihr das denn nicht? Ach ja, richtig. Die Wände. Hier irgendwo gibt es einen Geheimgang, der furchtbar öffnet. Ich erinnere mich nicht, wo er genau ist. Nicht? Ansonsten würde ich euch suchen helfen. Ich musste mir schon eine ganze Weile keine Gedanken mehr um Wände machen. Ja, schön. Ich werde den Schalter finden. Ja, toll. Da. Da ist er. Da. Also manche Geister, ne? So. Mit deinen. Deine Macht kommt immer stärker. Deinen. Das ist zu viel Macht. Ich kann ihr nicht standhalten. Und deinen. Da stimmt etwas nicht. Sein Körper ist nicht wie die anderen. Ihr habt es getan. Ihr habt mich befreit. War das jetzt so gut? Diese Narren dachten, sie wären Nekromanten. Aber in ihrer Ignoranz haben sie alle in dieser Einrichtung getötet und auferstehen lassen. Nicht nur die zum Tode Verdammten. Wenn dieser Ort nicht so gut versteckt wäre, hätte sich seine Wirkung sogar auf Gratwald ausbreiten können. Und was werdet ihr jetzt tun? Ich weiß es nicht. Da das Ritual nun unterbunden ist, sollten die Untoten in dieser Anlage mit der Zeit dahinschwinden. Und was mich angeht, nun, ich schätze, ich könnte an die Magiergilde herantreten und nachfragen, ob sie vielleicht meine Dienste braucht. Ich bin sicher, dass ich schon etwas finden werde. Natürlich, Herr Geist.